Amira Pocher hat auf Instagram einen Clip eines gemalten weinenden Auges geteilt. Was will sie nur damit sagen? Amira Pocher, Zeichnung eines weinenden Auges, was will sie damit sagen? Nimmt Amira Pocher, 31, die Trennung von Oliver Pocher, 45, mehr mit, als sie sich anmerken lässt? Nachdem die beiden im September die Trennung bekannt gaben, ließ der Comedian kurz darauf verlauten, dass sie auch beruflich getrennte Wege gehen würden, da für ihn nach erlangten Erkenntnissen und einem Vertrauensverlust eine Zusammenarbeit unmöglich sei. Im Podcast Die Pochers wurde Amira daher kurzerhand mit Ollis Ex Sandy Maywölden, 40, ersetzt. Und damit nicht genug, erst kürzlich erklärte der 45-Jährige öffentlich, Amira würde die emotionale Reife fehlen. Autsch, ganz schön hart. Die Moderatorin schwieg bisher größtenteils zu dem Trubel um ihre Person, lediglich die Gerüchte, sie sei wieder neu vergeben, ließ sie mit einem Anwaltsschreiben zurückweisen. Doch nun hat Amira ein Video geteilt, das weiteren Aufschluss über ihren Gefühlszustand geben könnte. Auf Instagram teilte sie ein Video von einer Schwarz-Weiß-Zeichnung eines weinenden Auges. Amira Pocher, weil sie Klasse besitzt, darum äußert sie sich nicht öffentlich. Was Amira mit dem Clip und der Zeichnung aussagen will? Das weiß wohl keiner so genau, denn die 31-Jährige postete das Video sang- und klanglos ohne einen weiteren Kommentar. Ein Blick in die Kommentarspalte zeigt, dass die User dies nicht so ganz nachvollziehen können. Warum äußert Amira sich nicht öffentlich? Heißt es dort. Verräterisch. Ein anderer User antwortete auf diesen Kommentar mit, weil sie Klasse besitzt. Weil sie ihre Kinder schützen möchte. Weil sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Die Antwort wurde von Amira geleakt. Auch einen weiteren Kommentar leakte Amira. Man kann wunderbar ohne Worte seine Gefühle ausdrücken. Schön, dass du so konstruktiv versuchst, deine Situation zu verarbeiten. Bist sehr viel reifer als manch anderer. Die Kommentarfunktion unter dem Video wurde von Amira außerdem eingeschränkt. Es scheint, als würde die Moderatorin ganz ohne Worte ein Bild ihrer Einstellung zeichnen.